Ja, sehr geehrter Herr Lesch, Sie hatten gefragt, was wir oder ich persönlich versuche zu tun oder tue gegen den Klimawandel. Ich habe mir mal 6 Punkte aufgeschrieben. Da steht als erstes, habe ich mir vorgenommen, niemals in meinem Leben ein Auto zu kaufen. Das bedeutet nicht, dass ich niemals ein Auto fahre, aber man muss nicht unbedingt eins kaufen. Es gibt andere Wege voranzukommen und wenn man mal ein Auto braucht, kann man sich durchaus auch eins mieten. Zweitens, ich versuche Klimakonten zu führen für alle meine Flüge. Das heißt, ich habe eine Excel-Tabelle erstellt, in der alle meine Flüge und Kilometer drinstehen, mit Zielort und Abflugsort. Und wenn ich irgendwo mal Geld verdiene, im Moment bin ich leider armer Student, habe ich vor, sämtliche meiner Klimaschulden zurückzuzahlen. Es gibt da verschiedene Agenturen, die dafür einen entsprechenden Preis berechnen. Und wenn ich das Geld habe, werde ich das gerne tun. Drittens, ich habe versucht, alle meine Kapitalanlagen vom Sparbuch bis zum Fonds nach ethisch-moralischen und klimaneutralen Kriterien auszuwählen. Das heißt eben, Sparguthaben zu Ökobanken zu geben, Ökofonds auszuwählen oder ethisch motivierte Fonds auszuwählen, weil ich denke, dass man damit einen unglaublichen Schub in der Investitionswirtschaft für erneuerbare Energien erreichen kann. Viertens, eine Kleinigkeit, Zeitschaltuhren, zum Beispiel bei WLAN. Nachts zwischen 12:30 und 7 Uhr morgens stellt sich das WLAN aus, was auch den positiven Nebeneffekt hat, dass ich eine erheblich geringe Strahlenbelastung in meinem Raum habe. Allein in meinem Wohnort hier habe ich um mich herum 8 WLANs und die schalten sich nachts alle nicht aus. Dann fünftens, ich habe jetzt gut ein Jahr lang vegetarisch gelebt. Ich denke, das hat den Methanausstoß zumindest schon mal für mich als Person reduziert. Es geht. Es ist als Junge und als Sportler nicht immer ganz einfach, aber man überlebt. Und ja, ich denke, wenn das alle mal für ein Jahr ausprobieren würden, dann würden sie sehen, dass man im Prinzip gar nicht so viel Fleisch, wie wir täglich essen, zum Leben braucht. Dann noch eine Kleinigkeit. Ich versuche, alle Dinge, die ich habe, pfleglich zu behandeln und wenn ich sie nicht mehr brauche, auf eBay zu verkaufen. Denn ich denke, das ist die beste Form des Recycling, die es gibt. Wenn ich es nicht brauche, gebe es jemand anderem. Ob ich da jetzt nun 1, 2 oder 3 Euro Gewinn mache, ist dabei gar nicht so wichtig. Die Hauptsache, jemand anderes, der es nicht wegschmeißt, bekommt es. Das waren 6 Punkte, die ich persönlich versuche umzusetzen. Und ja, ich fand die Sendung sehr toll. Vielen Dank für diesen Beitrag und würde mich freuen, mehr davon zu sehen. Schönen Abend.